So, wir haben hier einen Kratzer, einen sehr tiefen Kratzer. Ich schätze ihn auf ca. 20 μ, weil ich bleibe ordentlich mit dem Fingernagel hängen. Und wir versuchen jetzt diesen Kratzer zu entfernen. Da ist er ein bisschen weniger, aber hier ist er richtig schön tief. Wir haben ca. 100 bis 110 μ Lackstärke. Jetzt sagt er 105, 110, ja, das ist, je nachdem wie er wackelt, noch einmal. Okay, also 105 μ Ausgangslage. Und wir werden den Kratzer zuerst schleifen mit einem 2000er Nassschleifpapier. Immer wieder dazwischen messen. Schön langsam halt arbeiten, nicht zu schnell, damit wir nicht durchkommen. Das Problem ist tatsächlich, der Klarlack hat nur ca. 40 μ und es besteht die Gefahr, dass wir durchkommen könnten, was ich natürlich jetzt nicht vorhabe. Jetzt mit ganz wenig Druck und mit wenig Geschwindigkeit. Ich muss mich jetzt selber mal auf den Lack einstellen, einmal schauen, wie hart ist der Lack wirklich. Den Kratzer sieht man immer noch sehr gut, trotzdem, dass es nass ist. Ein bisschen nachsprühen vielleicht. Ja. Ich fahre also mit sehr geringer Drehzahl, sehr vorsichtig und wenig Druck. Probiere ich einmal den Lack abzutragen. Ich höre es einmal auf und wische schon mal die Fläche. Man darf nicht vergessen, es muss noch genug Lack übrig bleiben zum Polieren. Also ich kann jetzt nicht von den 105 runter auf, sage jetzt einmal 60, das wäre jetzt viel zu viel Abtrag, weil wir müssen ja noch polieren auch. Schauen wir mal, ob wir schon einen Abtrag erzielt haben. Ja, also wir haben jetzt 10 μ abgetragen, wir sind jetzt auf 95 herunter. Der Kratzer ist noch sichtbar, aber mit dem Fingernagel, mit der Fingernagelprobe nicht mehr sehr schwer zu spüren. Ich spüre noch ein bisschen, da im vorderen Bereich ist er eigentlich schon weg und da ist sehr tief. Also ich glaube nicht, dass wir alles wegbekommen werden, es ist teilweise da ist sehr tief, sehr scharfkantig. Aber es wird schon reichen, wenn man jetzt die Schärfe vom Kratzer nimmt, die Tiefe ein bisschen nimmt und dann, wenn man poliert, kommt man eigentlich auf ein recht ein gutes Ergebnis, dass der Kratzer nicht so hell rausstrahlt und nicht so eine Tiefenwirkung hat. Also derzeit haben wir 95 μ, da geht noch ein bisschen was. Circa 40 μ ist der Klarlack. Wieder mit ganz wenig Druck und wir unterbrechen schon wieder. In dem Fall muss man wirklich öfters Pause machen. Ich habe jetzt ein neues 2000er Papier aufgelegt, auch da muss man aufpassen, der Unterschied zwischen gebrauchten und neuen Abrollon ist gewaltig. Also da habe ich jetzt noch ein gebrauchtes, das ist relativ. So, ich messe jetzt nach dem zweiten Schleifdurchgang die verbleibende oder verbliebene Lackstärke. Okay, also 95. 95 sagt er. Messen wir mal da oben. 90, ja. 105 war die Ausgangslage, das heißt, aha, 85 springt er schon teilweise. Das heißt, wir haben jetzt 15 μ circa abgetragen. 90, circa 15 μ haben wir abgetragen derzeit.
Also ich würde es riskieren, zumindest noch einmal zu schleifen. Und wie gesagt, es wird leider nicht alles rausgehen. Diese kleine Ecke, die ist wirklich sehr tief. Also da bleibe ich sehr stark immer noch mit dem Fingernagel hängen. Aber im Anfangs- und Endbereich ist es schon viel besser. Wie gesagt, es muss noch genug Lack übrig bleiben, damit wir dann schleifpolieren können. Also ich muss so zwischen 3 bis 4 Mal jetzt schleifpolieren, damit ich die Bearbeitungsspuren vom Schleifpapier überhaupt rauskriege. Das darf man nicht vergessen, da geht dann auch ein bisschen was runter. Aber einmal würde ich sagen, tun wir es auf jeden Fall noch nachschleifen. Einen Durchgang trauen wir uns noch. Wie gesagt, das immer mit wenig Druck. Das ist eine Gefühlssache. Am besten auf einen alten Blechteil einmal lernen, bevor man das auf einem Kundenfahrzeug probiert. Und das kann auch manchmal schief gehen. Also das ist leider Berufsrisiko. Aber es kam eindeutig der Kundenwunsch, dieser Kratzer muss weg oder so gut wie möglich unsichtbar werden. Ja, ich sehe ihn immer noch stark. So, mal wegwischen. Naja, aber er wird schon viel, viel heller. Also heller ist jetzt der falsche Ausdruck. Zarter, der Kratzer. Schauen wir mal. Also ich bleibe fast nicht mehr hängen. Das ist wirklich sehr tief, dieses kleine Ding da. Aber so muss ich sagen, ist schon fast eben. Wir werden schnell messen. 105 war die Ausgangslage. Das sollte man sich merken oder aufschreiben. 90, sagt er mal da. Und da 85. Das heißt 20 μ haben wir jetzt Abtrag. 20 μ etwa. Nicht ganz, aber an der tiefsten Stelle ca. 20 μ Abtrag. Ich kann es nochmal wiederholen, ca. 40 μ hat ein Klarlack, aber das ist nicht immer gleich. Es kann auch manchmal nur 30 μ sein. Das weiß ich natürlich nicht und das kann ich auch nicht messen. Also mein Messgerät ist nicht in der Lage, die unterschiedlichen Lackstärken zu unterscheiden. Also wenn er sagt 100 μ, ist das die Grundierung Basislack und Klarlack in einem. Da kann ich auf jeden Fall noch ein bisschen, also da heraus ist, da traue ich mich auf jeden Fall noch. Da in der Mitte wird es schon ein bisschen kritisch jetzt, muss ich sagen. Weil, wie gesagt, wenn der Klarlack nur 30 μ hat, angenommen, dann haben wir jetzt noch ca. 10 μ. Das sind 10.000stel Millimeter Lack. Das ist also eigentlich nichts. Ich fahre mit ganz wenig Druck, also ich drücke überhaupt nicht an. Ich fahre eigentlich mit einem quasi Eigengewicht der Maschine. Ich lasse das Schleifgerät nur drüber gleiten und höre schon wieder auf. Das kann rasend schnell gehen, also dass man da durchkommt, das ist... Also wenn ich fest aufdrücke mit voller Drehzahl, bin ich wahrscheinlich nach 5 Sekunden durch den Klarlack. Ja, also es wird schon wirklich merkbar besser. Links, den Bereich sieht man fast nicht mehr. Und gerade in der Mitte ist halt ein bisschen was überblieben. Wir werden es probieren, im nächsten Heat schleifpolieren. Schauen wir uns das einmal an. Und wir machen kurz eine Unterbrechung, rüsten um auf Schleifpolieren. So, wir haben jetzt den dritten Schleifgang hinter uns. Wir messen jetzt noch einmal. Man sagt da wieder 100. Oben sagt er 90 μ. 95. 95.
95, ja. Also wir haben ca. 15 bis 20 μ abgetragen und da sage ich jetzt einmal vorerst einmal Stopp. Schauen wir, wir wollen jetzt Schleif polieren. Dazu habe ich zwei Pads vorbereitet, das Spider-Pad und das Spider-Pad und das normales weißes hartes Pad sowie die 3M Fastcut mit der grünen Kappe, die ich persönlich nach wie vor als eine sehr gute Schleifpolitur empfinde. Wie gesagt, wir müssen ca. 3 bis 4 Durchgänge machen, dass wir da überhaupt ein Ergebnis bekommen. In dem Fall auch wieder aufpassen, nicht überhitzen die Stelle, in der Ruhe liegt die Kraft. Das heißt also, wir werden jetzt da einfach einmal ein paar Schleifpolierdurchgänge machen, schauen uns die Sache an, wie viel Lack ist noch da und eventuell riskiere ich vielleicht noch einmal einen Schleifdurchgang mit dem Nassschleifpapier. Also, los geht's. Schon mit relativ hohem Druck, also ich drücke schon ordentlich aus. Bei der Sache muss man natürlich auf die Temperatur achten, aber in dem Fall sind wir sicher noch im grünen Bereich, weil die Geschwindigkeit noch sehr gering ist. Da gehen die Meinungen auseinander, wo wirkt Schleifpolitur am besten, mit hohem Druck und geringer Geschwindigkeit oder hohe Geschwindigkeit und geringerer Druck. Ich mache eigentlich beide Methoden. Da kommt dann irgendwie ans Ding. Ich nehme den Druck weg, erhöhe die Geschwindigkeit. Schauen wir mal. Vielleicht haben wir Glück und bekommen schon in einen Hochglanzbereich. Wir werden sehen. Das überschüssige Material lasse ich einmal da stehen. Das nehme ich jetzt gar nicht weg. Wir wischen jetzt nur in diesen inneren Bereich. Schauen wir mal. Wichtig ist, dass diese Schleifspuren rausgehen. Das Fahrzeug wird anschließend mit Keramik beschichtet. Ja, also wir haben eigentlich schon wieder einen Hochglanz. Das heißt also, ich brauche nicht einmal jetzt dreimal Schleif zu polieren. Schaut eigentlich schon ganz gut aus, das heißt, der Lack lässt sich gut bearbeiten. Natürlich haben wir jetzt noch Swirls drinnen, das ist eh klar, es wird dann noch Hochglanz poliert. Es ist die große Frage, trauen wir uns weiter schleifen, nass schleifen oder lassen wir ihn jetzt so stehen, den Kratzer? Wir werden, das Messgerät wird das entscheiden. Wir schauen einmal jetzt ins Messgerät. Das ist übrigens, wenn man solche Arbeiten macht, ist das ein Must-Have, also ohne Messgerät würde ich das nicht empfehlen zu machen. Wir haben jetzt da nochmal 85 μ, 105 war die Ausgangslage und damit habe ich entschieden, eigentlich es reicht. Wir haben jetzt 20 μ abgetragen, das sogar nochmal 80 μ. Ja. Das heißt, wir haben da 25 μ abgetragen. Mehr geht einfach nicht, das wäre zu riskant. Wie gesagt, wenn der Klarlack vielleicht nur 30 μ hat, was auch oft der Fall ist bei der Wechslackierung, da sage ich jetzt Stopp, aus Vernunftsgründen. Wir wollen natürlich nicht durchkommen. Man kann jetzt diesen Kratzer noch vielleicht auffüllen, sei es mit einer Farbe oder so, oder nachtupfen und dann mit der Nitroklettmethode wieder cutten und dann schleifpolieren. Auch das ist möglich. Wir probieren es in dem Fall mit einem Abdeckstift. Wir haben einen schwarzen Stift. Einen wasserfesten schwarzen Stift. Wir werden versuchen, jetzt den Kratzer noch ein bisschen zu füllen, mit Farbe zu füllen. Die Tiefe ist auf jeden Fall weg. Also er ist fast nicht mehr merkbar mit dem Nagel. Aber natürlich noch vorhanden. Also ich will es nicht beschönigen, aber tiefer geht es einfach nicht mehr. Also ich kann nicht mehr tiefer schleifen. Ich würde sagen, ich bin jetzt am Ende vom Klarlack
am vertretbaren Ende vom Klarlack angekommen. Ich hoffe, das war für euch interessant. Wir werden zum Schluss noch Fotos vom Endergebnis dann präsentieren. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ein paar Stunden später. Das Fahrzeug ist inzwischen fertig poliert und beschichtet. Will ich euch unseren Kratzer zeigen, den wir vorhin behandelt haben. Ja, aus der Nähe sieht man ihn noch. Wie ich angekündigt habe, er ist nicht ganz weg, weil er einfach zu tief ist. Aber er ist jetzt mit Farbe gefüllt, poliert und beschichtet. Und ja, ganz aus der Nähe, so wie jetzt die Manu ist, sieht man natürlich noch ein bisschen davon. Aber wenn ich jetzt aus einem normalen Abstand zurückgehe, wenn man nicht weiß, wo ist, sieht man eigentlich gar nicht mehr. Da ist er. Ja. Also mit dieser Methode kann man sich einen Lackierer ersparen. Wie man sieht, die Aufbereitung ist schon so weit fortgeschritten, dass man solche Kratzer eigentlich schon fast so gut wie entfernen kann, auch wenn sie zu tief sind. Zum Polieren. Jo, ich hoffe, es war für euch interessant und ja, bis zum nächsten Mal bei Lack und Leder.